meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Conflict of Nations. Wir sind mit dem Frankreichkrieg so gut wie fertig. Die letzten Einheiten bewegen sich jetzt hier durch die Territorien und nehmen alles ein von Frankreich. Letzte kleine Fleck von Frankreich wäre hier. Das machen wir später, weil Schweden hat uns den Krieg erklärt. Da brauche ich erstmal so keine Angst haben, dass Schweden über Wasser kommen muss. Und das heißt, wenn sie über Wasser kommen, kommen die alle über Hamburg. Und da das ein Wassergefecht, Seegefecht wird, forschen wir mal eine Korvette. Und die ist in einer halben Stunde fertig. Dann werde ich die auch bauen. Da werde ich aber nicht irgendwas zu sagen oder so. Sobald die fertig ist, wird die halt gebaut. Deswegen habe ich einen Stufe 2 Hafen da gebaut. Das Krankenhaus ist hier ja aktiv. Da müssen dann weiterhin Truppen hin, die beschädigt sind. Wir können hier nach Hamburg jetzt mal alles in Hamburg zusammenziehen, was man so braucht. Wegen da ist ja jetzt im Moment sowieso ein Notfall, wegen die Städte sind nicht mehr in Qualm, deswegen kann ich die auch alle abziehen. Den Stack lasse ich auf jeden Fall hier unten. Der ist gut angehauen. Ah, die sind lang genug geheilt. Kommt hier in Hamburg nochmal ein Krankenhaus hin. Zack, fertig. Da ist auch noch ein Trupp. Der kann auch nach Hamburg. Wenn Schweden uns den Krieg erklärt, dann ist das so, ne? Dann müssen wir halt kämpfen. Gehört dann halt dazu. Und dann, wenn er fertig ist mit dem Wegpunkt hierhin, alles schön in Hamburg zusammenziehen. Dann wird danach eine gute Verteidigungsarmee sein, wenn Schweden über Wasser kommt. Das ist immer die Frage. Mal hätte ich am liebsten diese Stadtstadt eingenommen, aber wie es aussieht, will das Spanien machen. Und Spanien und Portugal sind wahrscheinlich gerade im Krieg. Dann lasse ich da mal meine Finger aus dem Spiel. Wir haben allerdings, den Flughafen ist noch nicht fertig, der dauert noch 5 Stunden. Den kann ich dann noch keine Truppen bauen. Können wir hier Armeebasis 2 bauen, natürlich. Können wir hier was bauen? Hier. Truppen wurden überall gebaut. Moment. Können wir nicht. Nimmt zu wenig Nachschub. Müssen wir erst warten. Der erste Panzer ist auch bald fertig. Das ist auch schön. Also warten wir ab, was genau da passiert. Wir ziehen hier die Truppen zusammen. Frankreich ist besiegt. Spanien unterliegt wahrscheinlich Portugal. Da ist ein langer Krieg, den muss ich beobachten. Und wie ihr, glaube ich, gemerkt habt, die Allianz ist zerbrochen. Meine Allianzpartner sind alle inaktiv geworden. Deswegen gibt es keine Allianz mehr. Portugal, Iran und USA sind eine Allianz. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn die mir zu groß werden, muss ich gegen die alle Krieg führen. Deswegen werde ich Schiffe brauchen. Gegen Amerika helfen Schiffe oder U-Boote. Schweden... ja, das wird eigentlich ein leichtes Gefecht sein, hier durchzumarschieren, denke ich. Zumindest sobald ich Panzer habe und sobald ich mal die Küste sichern könnte mit einer Korvette, reicht. Eine Korvette reicht da. Braucht man ja nicht ewig viel. Solange er selber keine Marineeinheiten hat, ist das eigentlich safe. Dann bis zum nächsten. So, dann geht es natürlich weiter am Abend des 6. Tages. Ich habe schon den ersten Panzer hier rüber geschickt. Der nächste Panzer soll eigentlich. Manchmal spinnt das Spiel ein bisschen rum. Soll natürlich auch hier rüber. Wir können jetzt unsere ersten Jagdbomber bauen. Das ist natürlich sehr gut. Können wir einen von bauen und dann können wir noch hier, glaube ich, einen Panzer noch in Auftrag geben. Da haben wir nachher insgesamt 4 Panzer. Das ist nicht schlecht.
noch meinen Infanteristen nach. Da noch meinen Infanteristen nach. Immer Einheiten spammen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Damit man immer genug Einheiten hat. So, im Krankenhaus. Da sind auch schon ein paar Truppen. Da läuft's auch. Irgendwo was hier, wo es aufhört zu qualmen. Das ist ein Vierertrupp. Den teile ich mal auf. Schick die hier runter, wegen wir brauchen ja die Ressourcen dringend. Wir brauchen ja dringend auch Elektroteile und die muss ich mir von da auch eben holen. Das reicht ja, wenn der da sitzt und verteidigt. Das ist nicht das Problem. Den teile ich auch mal auf. Der kann dann auch eben mithelfen. Passe ich das gleich ab mit der Zeituhr, dass es ungefähr gleich aufkommt. Sie gleichzeitig kommen. Der sogar tatsächlich ein bisschen später. 7.07 Uhr, 9.25 Uhr. Muss nach 9.25 Uhr ankommen. Das ist gut. Verzögerung eingestellt. Kommen die ungefähr zeitgleich an, dann sind dann nachher 4 Truppen. Der andere Truppe hat dann schon mal angegriffen, dann gibt er wahrscheinlich noch den Gnadenstoß. Die Truppen lasse ich hier unten stehen, falls hier irgendwas ist, sollen sie hier in Deutschland bleiben. Die Truppen ziehe ich zusammen, weil die nachher rübergehen sollen hierhin. Die maximale Stackgröße, wo Einheiten effektiv sind, ist eine Stackgröße von 10. Bei Flugzeugen und Schiffen ist es Stackgröße 5. Wenn sie da drüber sind, verlieren sie Prozente. Zum Beispiel, die verlieren ja jetzt schon einiges an, ein bisschen an Prozenten. Etwas weniger haben die jetzt. Weiß jetzt nicht genau, wie viel. Effizienz steht da. 84% Effizienz haben die jetzt nur. Ist ja noch okay, aber dafür haben sie halt ein bisschen mehr Leben, ne? Aber das gleicht sich ja dann auch schon wieder aus, ne? So, das war's dann, glaube ich, schon. Moment, wir können doch bestimmt noch eine Einheit bauen, oder? Da, was fehlt denn da? Bisschen. Wir kaufen jetzt einfach ein bisschen Nachschub ein. Vor allen Dingen können wir auch mal wieder ein bisschen forschen. Oh, scheiße. Zu viel. Und kein Geld mehr dafür Nachschub. Schlecht, dann können wir auch nichts forschen, keine Einheiten bauen. Müssen wir tatsächlich warten. So, den kann ich ja schon mal sagen hierhin, aber du sollst erst... warten, bevor du losziehst. Wenn ich das dann noch verteidigen musst, dann ziehst du dich ins Krankenhaus zurück und lässt dich heilen. Das war es dann schon mal. Der Schwedenkrieg wird auf jeden Fall beginnen. Bald und seid mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also bis zum nächsten Tag, würde ich mal sagen. Ne? Euer Schrank. Bis gleich. So, wir sind dann mal an Tag 7 angekommen. Wir haben jetzt hier schon die Truppen gesammelt. Jetzt gucken wir mal, ob Schweden einen Hafen Stufe 2 hat. Das ist nämlich voraussetzend für eine Korvette mindestens. Das heißt, dass sie dann mehr Marine hätten, wo ich dann ja unterlegen wäre. Ist nicht so. Dann würde ich mal sagen, ne? Zum Angriff. Einmal hier hin. So. Dann werden die da 19.40 Uhr und der wird 22 Uhr da. 22.08 Uhr.
Verzögerung eingestellt. Dann sind die nämlich auch da. Dann kann nämlich hier direkt weiter durchmarschiert werden. Bis hier unten hin. Werden zwei Städte gleich angenommen, beginnt der Krieg nämlich mit Schweden. Mit den paar Einheiten, die ich hier habe. Das müsste normalerweise ausreichen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht mal irgendwo Einheiten bauen können. Wenn ich wieder in München noch meinen Flughafen, glaube ich, bauen, das ist auch nicht verkehrt. Und dann noch einen Infanterietrupp bauen. Wir brauchen ja irgendwann mehr Infanteristen. Hier forsche ich schon tragbare Luftabwehr mit den Infanteristen. Forschen will ich aber weiter nicht. Erstmal einen Moment warten. Ja. Erstmal mit das Geld alles sparen, was wir hier haben. Wir haben sowieso keine Kohle. Also warten wir mal. Würde ich mal und hier unten sind wir auch fast da. Das passt alles so ziemlich. Würde ich mal sagen, bis heute Abend, da ich Spätschicht habe. Denke ich mal, dass es bis dahin. Dann kommen die an heute Tag 8. Die kommen an Tag 8 erst um 3 Uhr morgens oder so an. Nee. Okay, die düsen los, denke ich mal. Wird schon passen. Den 10 Stack groß und das wird, die werden so übelst durchmarschieren. Ich vermute, dass es da KI übernommen hat und die einfach nur ein Skript haben, dass sie dann in Deutschland den Krieg erklären. Würde ich sagen, bis heute Abend. Willkommen zurück. Ja, es geht natürlich weiter hier in Deutschland mit der Vorbereitung auf den Krieg zu Schweden. Die ersten Truppen sind ja schon gelandet hier, die Deutschen. Die deutschen Truppen gegen 3 Schützenpanzer. Wir haben ja schon Flugzeuge fertig. Schicken wir direkt mal hin zum Angreifen, damit die, wenn sie die zerstört haben, auch wieder zurückfliegen. Dann gucken wir mal, wie weit hier der Bau und so von den ganzen Sachen vorangeht. Das ist eigentlich alles super. Ich sollte mal gucken, dass ich immer was am Bauen habe. Zumindest die Jäger sind ganz wichtig, dass ich die immer am Bauen habe. Dann gucken wir mal, wie es aussieht, kann ich nur ein paar Infanteristen jetzt noch bauen. Panzer kann ich nämlich nicht bauen. Ja. Ein paar Infanteristen. Die schon Stufe 3? Nein, die Forschung läuft wohl noch. Ja, die läuft noch. Panzer ist die Forschung bereit. Und die Forschung wäre auch bereit, aber ich habe halt keine Rohstoffe, um weiter zu forschen. Ziehe ich jetzt die nächsten Truppen wieder zusammen. Moment. Dich, nein, klappt nicht. Dich. War auch wieder ein 6er Stack. Ja,
Der kann dann hier hin, dann ist es nachher auch ein 10er-Stack. Dann hier runter marschiert. Die greifen da an, die bleiben da. Krankenhaus, werden die Einheiten geheilt. Hier unten ist alles super. Muss alle bleiben. Also die Offensive aus Schweden hat begonnen. Wir haben Serverzeit 23.02 Uhr, Tag 7. Ja, und ich würde sagen, es geht gut voran. Wir gehen jetzt hier langsam taktisch vor. Wenn ich da was sehe, wird das mit Lufteinheiten angegriffen. Aber das nächste würde ich ja sagen, sehen wir dann morgen früh. Morgen früh, denke ich mal, sind die auch schon hier unten. Und dann können wir ja gleich weitermachen. Und vor allen Dingen setzen wir nicht alle Truppen ein. Falls hier natürlich jetzt noch ein Angriff von irgendjemandem kommen sollte, habe ich hier zum Beispiel die Truppen noch. Das sind auch nochmal 10 Truppen insgesamt. Die dann mal gut in der Nähe von einer Invasion in einer Stadt zum Beispiel zur Verteidigung hingestellt werden. Wegen Infanteristen sind hier in Verteidigung besser als in Angriff. Und deswegen habe ich ja die Panzer, die sind Universaleinheiten. Ne? Wir haben hier ja 9 Angriff gegen Infanterie und 8 gegen Panzer. Also gegen Fahrzeuge. Und die hier, die werden so weggemacht. Welchen Angriff haben wir denn? 40 und die haben 41 Leben. Die könnten schon fast mit dem nächsten Stoß weg sein. Spätestens, wenn das Flugzeug einmal angegriffen hat. Wegen der Jagdbomber in Stufe 2, der macht auch schon 4-5-4-5. Das ist auch nicht schlecht. Boah. Das ist mal wieder Werbung vom Epic. Wer kennt das nicht? Wenn es euch natürlich gefällt, ne? Und ihr habt noch kein Abo dagelassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Abo dalasst. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Schrank.